Das neue Jahr fängt ja gut an. In Russland haben jetzt die unendlichen Feiertage bis zum 10. Januar begonnen. Begleitet werden diese Feiertage durch eine unendliche Informationsflaute. Für einen Blogger, der bemüht ist, jeden Tag irgendetwas Interessantes aus dem größten Land der Erde seinen deutschen Zuschauern zu vermitteln, ist dies eine langweilige Zeit. Versuchen wir heute, diese Langeweile ein wenig zu überwinden. So teilen uns die russischen Medien nicht mit, dass die Gasleitung Nord Stream 2 in Betrieb genommen wurde. Aber sie teilen uns mit, dass der Abzweig von der Gasleitung Türkenlinie in Richtung Serbien nicht nur gebaut, sondern auch in Betrieb genommen wurde. Der serbische Präsident hat am Neujahrsmorgen auf den berühmten roten Knopf gedrückt. Über die Türkenlinie und deren Verlängerung erhalten jetzt bereits 6 europäische Staaten russisches Gas. Wobei die Türken natürlich kräftig am Transit mitverdienen. Warum auch nicht? Der serbische Präsident kommentierte, dass das Gas, welches man jetzt über die Türkenlinie erhält, auch noch billiger ist als das bisher bezogene Gas. Er nannte die eingesparte Summe von 70 US-Dollar pro 1000 Kubikmeter. Wie in fast allen Ländern dieser Erde treten zum 1. Januar auch in Russland immer jede Menge Gesetzesänderungen in Kraft. So wird die Rente um 6,3% angehoben. Die mittlere Rente beträgt dann in Russland 17.444 Rubel, also 191 Euro. Die nächste Rentenerhöhung kommt im Mai. Zum 1. Januar wird der Mindestlohn angehoben. Er beträgt dann 12.792 Rubel. Das Existenzminimum liegt bei 11.653 Rubel. Im Rahmen der Bekämpfung des Tabakmissbrauchs erhöht Russland mal wieder seine Akzise für Tabakerzeugnisse. Mit 20% schlägt Mütterchen Russland diesmal heftig zu. Eine Schachtel Zigaretten, bestehend aus 20 Zigaretten, wird dann im Durchschnitt 140 Rubel kosten, also 1,50 Euro. Im gleichen Gesetz wird auch die Akzise für Alkohol angehoben, allerdings nur um 4%. Es ist noch nicht offiziell, aber frei nach dem Spruch aus dem Klassiker Dinner for One. Oh, by the way, the same procedure as last year, Miss Sophie. The same procedure as every year, James. Dieselbe Prozedur wie in jedem Jahr wird es auch in Russland wie jedes Jahr eine Anhebung der Tarife für Wasser, Strom und Gas geben. Man munkelt um die 4%. Den russischen Beamten, die nicht in einem Beamtenverhältnis wie die deutschen Beamten leben, also durchaus kündbar sind, stehen unruhige Zeiten bevor. Russland will nämlich seinen Regierungsapparat digitalisieren. Das scheint recht gut zu klappen und somit kann man auf rund 10% der Beamten verzichten. Diesen soll ab April 2021 gekündigt werden. Ganz schlimm trifft es die Russen, die ein Jahresgehalt von über 5 Millionen Rubel erhalten. Denn die müssen mehr Steuern zahlen. Während 99,9% aller russischen Arbeitnehmer weit unter 1 Million Rubel Gehälter beziehen und dafür 13% Lohnsteuer bezahlen, müssen die restlichen 0,01% dann 15% bezahlen. Der durchschnittliche Arbeitnehmer hat ein Jahreseinkommen um die 500.000 Rubel. Freuen können sich alle diejenigen, die in freudiger Erwartung sind. Denn Väterchen Staat, in diesem Fall Mütterchen Russland, hat das sogenannte Mutterkapital von 466.617 Rubel auf 483.882 Rubel angehoben. Also von 5.127 Euro auf 5.317 Euro. Dies aber nur für das erste Kind. Wenn es um das zweite Kind geht, dann gibt es sogar 7.026 Euro. Im vergangenen Jahr waren es nur 6.776 Euro. Das Geld kann vielfältig verwendet werden, also zum Kauf einer Wohnung oder Möbel oder man kann es auch in die Ausbildung des Kindes investieren. Dann tritt ein Gesetz in Kraft, welches Beamte bestraft, wenn diese zu frech mit den Bürgern umgehen, die gemeinhin als Steuerzahler bezeichnet werden.
und von denen sie ihr Gehalt beziehen. Dazu werde ich aber noch einen gesonderten Beitrag bringen. Ich wollte nur, dass Sie es schon mal gehört haben. Лучше, вы куда? А, мне документики подписать. А, ну это вам на третий этаж. Ну мне кажется, вас там нахуй пошлют. Ага, спасибо. Извините, пожалуйста, вы не подскажете, мне тут документы надо подписать. Какой район у вас? Октябрьский. А, ну это вам не сюда, это вот вам прям по коридору и идите нахуй. Что, простите? Говорю вам прям по коридору и вот идите нахуй. Здрасте. Здрасте. Мне документы подписать. Так, полный пакет документов собрали? Да. Так, а где тут вот хуйня, а? Какая? Ну тут вот поебень такая должна быть. Я не знаю, где ее взять. Вы меня спрашиваете? Молодой человек, имейте совесть. Идите нахуй отсюда. Ага. Извините. Молодой человек, мы до двух работаем. Нет, мне просто Идите здесь... Идите нахуй отсюда. Ага. Falls Sie einmal in Russland sind und planen, dort ein Lagerfeuer zu machen, so müssen Sie natürlich das Gesetz hierzu kennen. Auch hier gibt es Änderungen seit dem 1. Januar. Das Feuer muss einen Mindestabstand zu irgendwelchen Gebäuden von 5 Metern haben. Also einfach mal so Schaschlik machen geht nicht. Immer einen Zollstock dabei haben. Товарищи, в наш ЖЭК опять поступил сигнал из милиции. Diejenigen, die auf der Datsche trockenes Laub und Holz verbrennen wollen, müssen genaue Festlegungen zur Größe der Brandgrube, die anzulegen ist, beachten. Wer hierzu weitere Einzelheiten wissen will, dem kann ich diese im Rahmen einer Consulting-Vereinbarung mitteilen. Ganz schlimm trifft es diejenigen, die viel Geld haben. Ich erinnere mich an Äußerungen meines Vaters, der einmal sagte, hast du kleines Geld, hast du kleine Sorgen. Hast du großes Geld, hast du große Sorgen. Diejenigen, die großes Geld haben, also mehr als 1 Million Rubel, und dieses der Bank anvertrauen, um damit Zinsen zu verdienen, nebenbei bemerkt, die durchschnittlichen Zinsen belaufen sich gegenwärtig auf um die 4%, müssen nun auch Steuern zahlen. Ähnlich wie in Deutschland werden alle Bankeinlagen zusammengezogen und alles, was über 1 Million ist und wo die Zinsen höher sind als die Leitzinsen der Zentralbank, werden steuerlich belastet. Wie so häufig ist alles, was mit Steuern zu tun hat, schwer zu verstehen und nicht in aller Kürze verständlich zu erklären. Deshalb werde ich hierzu auch noch einen extra Beitrag bringen. Ich wollte nur, dass Sie wissen, dass Russland auch auf diesem Gebiet vom Westen gelernt hat, zusätzliches Geld in die ständig klammen Haushaltskassen zu holen.